Heute geht es mir mal um ein paar Neuerungen bei audio.com. Viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Bei mir findet ihr Fotografie-Tipps und Tricks, Informationen zur Kameratechnik und die Geschichte hinter den Bildern. Wie eigentlich schon gesagt, geht es mir heute mal um ein paar Neuerungen bei audio.com. Was ist audio.com? Das ist eine Plattform, auf der man sich lizenzfreie Musik runterladen kann, beziehungsweise nicht lizenzfrei, wo man sich eine Lizenz für ein Lied holen kann. Die Datenbank mit den Liedern ist sehr, sehr umfangreich und ich nutze die selber jetzt seit gut einem Jahr. Ich bin super zufrieden, habe bisher so gut wie alles gefunden, was ich brauchte. Bei den Soundeffekten gab es hier und da ein bisschen Probleme, aber Audio steht natürlich auch nicht still, sondern sie haben sich weiterentwickelt. Und so gibt es dieses Jahr einige Neuerungen. Zum einen ist die Bibliothek der Soundeffekte verdoppelt worden, sprich wir haben jetzt noch mal mehr Möglichkeiten hier Soundeffekte zu finden, wir haben einfach noch mehr Soundeffekte und damit sollte man dann wirklich so gut wie alles finden, was man braucht, weil wirklich viel hat bisher nicht gefehlt und wenn was gefehlt hat, war es sehr, sehr speziell. Aber es gibt natürlich auch noch weitere Neuerungen. Die Webseite wird komplett überarbeitet, damit das Finden von sämtlichen Liedern und Soundeffekten noch ein bisschen einfacher gestaltet wird. Aber das wohl Wichtigste, was kommen wird dieses Jahr, das ist eine App fürs Smartphone. Damit ist Audio natürlich nicht der erste Anbieter von derartigen Plattformen, die eine App herausbringen. Epidemic Sound hat das beispielsweise auch. Aber nichtsdestotrotz ist es schön, dass es hier eine App geben wird, die dann auf dem Smartphone läuft, wo man dann einfach sagen kann, okay, ich schaue auf dem Handy mal ganz kurz nach einem Lied, weil ich unterwegs gerade nochmal was brauche oder sowas oder irgendwie mit Bus und Bahn unterwegs bin, kann ich da in meinem Handy einfach durch die Audiobibliothek durchgucken, kann mir schon mal Lieder merken, kann raussuchen, was ich brauche und braucht dazu keinen festen Rechner. Das ist richtig, richtig gut. Leider gibt es die App bisher noch nicht zum Download, deswegen kann ich euch hier noch ein bisschen von dem Material zeigen, was sie als Pressematerial zur Verfügung gestellt haben. Wenn es die App dann gibt, würde es euch interessieren, dass ich mir die mal anschaue, schreibt das gerne mal in die Kommentare, können wir uns gerne mal drüber austauschen. Und zu guter Letzt noch eine, ja, preislich interessante Sache. Und zwar gibt es für kurze Zeit noch das Abo-Modell, wo man lebenslang die Mitgliedschaft hat für audio.com für $199 im Angebot. Link zu allem natürlich unten in der Videobeschreibung. Was nutzt ihr denn für eure Musik, für eure Videodateien auf YouTube, für Projekte mit Klienten oder auch für eure privaten Projekte? Schreibt auch das gerne mal unten in die Kommentare, können wir uns sehr gerne mal drüber austauschen. Ich wäre mit dem Video dann schon am Ende. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Über ein Abo würde ich mich auch riesig freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.